Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Grip, das Motor-Event. Ich bin hier gerade angekommen. Ich habe erstmal meinen Wagen da vorne geparkt und muss mir jetzt erstmal ein bisschen umgucken. Ich bin auch etwas später gekommen. That's what she said. Ja, weil die letzten Tage waren echt ganz schön stressig. Ich war bis gestern Abend noch in Hannover auf den PS Days und jetzt musste ich mal so ein paar Stündchen Schlaf wieder reinholen. Jetzt muss ich mal gucken, was hier überhaupt alles los ist. Ich nehme euch einfach mal komplett mit, zeige euch, was hier so abgeht. Und es ist auf jeden Fall schon echt, ja, ganz schön viel los. Das könnte ein bisschen wärmer sein. Also ich war eigentlich voll auf Sommer eingestellt. Zum Glück hatte ich noch eine Jacke im Auto. Und so, jetzt schauen wir aber erstmal hier. Ich bin jetzt gerade in der Boxengasse und eigentlich war es beim letzten Mal so, dass hier in dem Bereich die Autos geparkt wurden. Das hat mir ehrlich gesagt noch ein bisschen besser gefallen. Da war noch ein bisschen mehr los, aber jetzt ist ja auch noch direkt Fahrbetrieb. Aber da komme ich später bestimmt auch noch zu. Ich habe nämlich noch einen Gutschein hier über 2 Runden auf der Grand Prix-Strecke. Also, wenn sich das gleich ergibt, werde ich da auf jeden Fall mal ein bisschen drüber knattern. So, der David ist ja auch am Start. Ein wunderschönen guten und, Tag. Hat hier seinen Lotus wieder frisch? Ja, bitte nicht auf die Felgen gucken, weil die sind sehr dreckig. Ja, ansonsten 350 PS, V6, Kompressor, keine Servolenkung. Ja, besonders beim Ein- und Ausparken geil. Macht Spaß, ist laut. Ab 150 kann sich nicht mehr unterhalten. Ja, also perfektes Auto eigentlich für den Alltagsgebrauch. Ja, hört sich gut an. Dann müssen wir nur noch einmal kurz die Felgen zeigen. Junge, Junge, Junge! Also wenn ich jetzt richtig fies wäre, dann würde ich einmal so mit dem Finger drüber gehen, dann sieht das noch schlimmer aus. So, ja, wir wollten jetzt eigentlich zu mir zum Auto rüber und wir kommen ja aber nicht weit, weil gefühlt alle 2 Meter quatschen die Leute den David an und wollen hier Fotos machen. Oder hier kommen. So, jetzt aber hier, ne? Mach Gas, David, hier. Ja, müsste klar, ja, komm, trau dich. Ja? Ja, komm. Oh, Junge. Das fühlt sich so falsch an. Junge. Das fühlt sich so falsch an. Ja, ja, die ist hier direkt am Rahmen verschraubt, ne? Und von unten ist nochmal alles mit Carbon verstärkt. Also, kann schon gut was sein. Aber du musst halt überlegen, wenn du damit 300 kachelst, der Wind, der drückt halt so krass da drauf. Also es muss eigentlich so stabil sein. Ja, der hat schon derben Anpressdruck, ne? Also. Ja. Elias war dein Name? Ja. Ja, top. Und du guckst dir jedes Video an? Ja. Ja, geil. Und jedes Like und was kommentieren. Ja, perfekt. Und jetzt auch mal im Wagen gesessen. Ja. Und der Arthur ist auch mit dabei. Beide AMG-Fans. So, jetzt habe ich hier gerade noch den Ahi getroffen. Ja, moin. Den kennt ihr wahrscheinlich wegen dem Wagen. Ahi M6 mit Unterstrich und da findet ihr mich eigentlich gleich. Alter, ist das kalt, ey. Zieh mal an, ey. Das seht ihr dann auf seinem OnlyFans-Account. Geil. Ich zeige euch mal was. Also wir haben jetzt hier seit neuestem jetzt unser Carbon im Innenraum. Haben wir mit einem lila Klarlack überzogen. Es kommt auch geil, ne? Auch richtig geil kommt. Aber erstmal hier Staubsauger ist so, auch ja, schon Staubsauger eine geile Nummer, ne? Staubsauger passend zur Wagenfarbe, ne? Genau, also der Staubsauger ist das eigentliche Ausstellungsstück. Ja. Das Auto ist einfach nur so. Wir haben hier die Carbonhauben von Mannhardt mit den Lüftungsauslässen, wo auch wirklich frei sind, also mit einer Funktion. Ja. Also komplett Carbon. Und da haben wir noch die Venturi-Ansaugung, auch alles aus Carbon. Oh. Sieht schon fett aus. Ja. Ja, ich hatte damals auch mal eine 8 und auch in so einem Lila. Also ja, die Connection ist auf jeden Fall da. Ja, man, Team Purple. So, der M4 hier im Two-Face-Design war auch in der Grip-Zeitschrift. Das ist seiner hier. Servus, hi. Könnt ihr auch mal abchecken hier. Er war auch in der Grip-Zeitschrift. Das ist seiner, auch mit kurzer Hose ausgestattet hier, schön im Sommerfeeling. Ja, mein Wagen steht hier auch übrigens in bester Begleitung. Der ist hier gar nicht alleine. 2 Black Series. Also generell
dass man einen sieht, ist schon mal echt eine Seltenheit, aber hier haben wir direkt zwei Stück und der ist sogar auch schon umgebaut. Ich mag das ja immer, wenn das ein bisschen kantiger ist und da tickt sich auch was einfallen lassen, dass das ein bisschen böser ist. Das geht jetzt beim schwarzen Wagen leider so ein bisschen unter, aber kommt schon echt übel fett, das Ding. Ja, diese Black Series Haube, die ist schon krass, ne? Also hier geht es richtig tief rein. Ja, von hinten auch stabil. Riesentheke dabei. Das läuft. Noch einer. Noch einer. Also die Farbkombo finde ich ja auch echt geil. Macht sich richtig gut, vor allem auch mit den Felgen dabei. Und ja, die Haube, ne? Also wenn ich meine Haube jetzt nicht so aufwendig foliert hätte, dann ja, würde mich das schon echt schocken mit der Haube. Also in Rot kommt das auch echt fett. Der hier hätte zum Beispiel einen kompletten Motorraum mit großen Ladern und allem drum und dran. 830 PS. Ja, wo wir jetzt schon mal beim Thema Laderumbau sind. Also da kommt auch nochmal ein getrenntes Video zu. Boah, das ist echt ein riesen Struggle, sowas eingetragen zu kriegen. Und jetzt hier, der Wagen ist jetzt von Dynotech und die bieten eben so ein Kit an mit Eintragung. Und ja, das ist genau mein Ding, ne? Also da wird es demnächst noch spannende News geben, wie es da weitergeht. So, hier soll es irgendwo noch eine Driftstrecke geben. Mal gucken, ob ich die finde hier. Aber ich sehe da schon ein bisschen Rauch. Das sieht gut aus. Schon so ein kleines Negativbeispiel, wie es nicht laufen sollte. Der ist immer vor Grand Prix Strecke, ja, kurz vor Start-Zielgerade noch einmal kurz abgecheckt und er sieht nicht so gesund aus. So, für heute reicht's. Also so langsam wird es ja auch ja, ziemlich leer und ich werde mich jetzt auch mal auf den Rückweg machen. Ja, zum Schluss ging das Event dann auch recht schnell dem Ende zu, obwohl es noch gar nicht so spät war. Ja, irgendwie habe ich dann auch gerade erst gemerkt, ich wollte eigentlich noch auf die Grand Prix-Strecke. Ja, ist aber halb so wild, weil ich habe eh den ganzen Kofferraum voll mit Gepäck und ich bin auch seit Donnerstag unterwegs. Wir haben heute Sonntag und ich bin auch echt froh, wenn ich mal wieder zu Hause ankomme. Ich bin jetzt auch schon auf der Autobahn, warte nur, dass hier die Geschwindigkeit aufgehoben wird und dann ja, geht's ganz schnell Richtung nach Hause und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich konnte euch einen kleinen Einblick von dem Grip-Event zeigen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!